In diesem Video zeige ich eine der schönsten Kirchen des Allgäus, St. Koloman. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Wir sind im Schwangau, im Gebiet des Allgäus. Hier sehen wir eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Bayerns, die barocke Kolomanskirche aus dem 17. Jahrhundert. Sie geht zurück auf eine Kirche, die zu Ehren des heiligen Koloman, eines irischen Pilgers, errichtet wurde. Er soll auf seiner Reise ins Heilige Land an dieser Stelle gerastet haben. Heute besticht die Kirche nicht nur durch ihre eigene Schönheit, sondern auch durch ihre exponierte Lage am Fuße der Schwangauer Berge, direkt in der Nähe zum weltberühmten Schloss Neuschwanstein. Sie liegt etwas östlich des Ortes Schwangau auf freiem Feld und ist durch diese exponierte Lage von weitem bereits sichtbar. Der Vorgängerbau der heutigen Kirche war eine kleine Feldkapelle, die vermutlich aus dem 15. Jahrhundert stammte. Besonders im 17. und 18. Jahrhundert fanden nach Fertigstellung der heutigen Kirche hier sehr viele Wallfahrten statt. Heute erinnert jährlich im Oktober das Kolomansfest an diese Tradition. Die gestuften Strebepfeiler lassen den Eindruck eines spätgotischen Bauwerks entstehen. Tatsächlich entstand es aber erst in der Barockzeit. Die niedrige Mauer um St. Koloman und den ehemaligen Pestfriedhof verstärkten den mittelalterlichen Eindruck. Östlich des Gotteshauses liegt der Gottesacker, er ist im Nordosten durch ein kleines Rundtürmchen bewehrt. Die doppelten Fensterreihen und die Strebepfeiler gliedern den langgestreckten Außenbau. Der Chor ist sehr stark eingezogen und damit deutlich schmäler als das Langhaus. Das Dach des Chores ist entsprechend um ein Drittel niedriger. Der hohe Turm von St. Koloman trägt eine Zwiebelhaube. Der Innenraum ist ebenso beeindruckend. Die Dekorationen des Stucks überziehen Decken und Wände. Man erkennt Engel, Muschel- und Blattdekorationen sowie Fruchtgehänge. Der mächtige Hochaltar trägt ein gemaltes Altarbild mit der Darstellung des heiligen Koloman sowie der heiligen Dreifaltigkeit. Der heilige Koloman wird vor allem als Schutzpatron bei Krankheiten von Mensch und Vieh verehrt. An der Grenze von Bayern und Mähren wurde ein Pilger im Namen Kolomanus von den Bewohnern als Späher gefangen genommen. So beginnt der älteste Bericht über Koloman aus dem Jahre 1017. Er wurde auf seiner Pilgerschaft nach Jerusalem als feindlicher Spion verdächtigt. Selbst unter Folter sprach er davon, dass er nur ein Armer um Christi willen sei. Dennoch wurde er verurteilt und am 17.07.1012 an einem Holunderbaum erhängt. Kurz darauf stellten sich Wunder und Heilungen ein. Die Menschen erkannten in dem unverwesten Leichnam einen Märtyrer. In St. Koloman ist der frühe Barock, der aus Italien nach Bayern und Deutschland übergeschwappt ist, nahezu unverfälscht erhalten geblieben. Die Kolomanskirche ist aber weit über die kunsthistorische Bedeutung hinausgehend einmalig, da sie eine Einheit von großem Künstlertum, Tradition, Religion und dem Einklang von Bau und Landschaft darstellt. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.